Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe hier bei Kirmes Fabian im Jahr 2016. Ich freue mich sehr, euch heute hier von der Hennsdorfer Pfingstkirmes in Neuwied begrüßen zu dürfen. Hier auf dem 15.000 Quadratmeter großen Festplatz sind Geschäfte mit einer Frontlänge von 1.000 Meter vertreten. Das heißt auch in anderen Worten über 70 Schausteller und darunter 12 Großfahrgeschäfte. Bei den 12 Großfahrgeschäften sind in diesem Jahr auch 6 Neuheiten vorhanden, wie zum Beispiel The King oder der Ghost Rider von Löffelhardt. Was es hier noch alles auf der Hennsdorfer Pfingstkirmes in Neuwied gibt, das werdet ihr nun beim 5. Bummel und beim Rummel im Jahr 2016 sehen. Neben mir befindet sich Herr Rasch, der uns nun etwas von Funhaus Crazy Town erzählen wird. Herr Rasch, was erwartet denn die Besucher in Crazy Town? Crazy Town ist ein Glasergarten auf 3 Ebenen, wo die Leute viel Spaß haben. Es geht vorne mit den Modulen los, wo die Laufbänder die Wippen sie erwarten. Drin ist ein großer Ehrgarten mit vielen Wegen, mit vielen Kreisen. Und das Ziel ist, man muss nach oben kommen. Oben erwarten ein weiteres Spiel. Man geht draußen über den Balkon weiter, wo wir auch noch Spiele haben. Und dann geht es hier über den Ausgang an den Wasserspielen und über die Holzmodule weiter. Wie lauten denn die technischen Daten? Wir haben eine Tiefe von 11 Meter. Wir können allerdings die vorderen Module weglassen. Dann sind wir noch bei 10 Meter und haben eine Breite von 19 Meter. Wie lange braucht man zum Auf- und Abbau mit wie vielen Transporten? Wir haben 2 Transporte, eine Rolle für die Module, einmal den Mittelbau. Wir brauchen im Schnitt, je nachdem, zwischen 1 und 2 Tage zum Aufbauen. Wie lange braucht man etwa, bis man einmal komplett durchs Geschäft gegangen ist? Wir haben unterschiedlich die Leute. Es gibt welche, die brauchen 5 Minuten, es gibt welche, die brauchen eine Viertelstunde. Ich habe aber auch schon mal Leute nach einer halben Stunde rausholen müssen, weil sie den Weg nicht gefunden haben. Für welche Altersgruppe ist das Geschäft dann geeignet? Überwiegend für ältere Jugendliche oder für die ganze Familie? Ich sag mal von 3 bis 99. Wir haben hier schon eine alte Frau drin gehabt. Sie kam am Ende zur Kasse, hat uns erzählt, dass sie 70 Jahre alt ist und in ihrem Leben noch nie so einen Spaß hatte wie bei uns. Wo wird Crazy Town als nächstes stehen? Als nächstes fahren wir nach Wippernfürth. Das liegt bei Köln. Da bedanke ich mich für das Interview, Herr Rasch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Rasch Crazy Town hält wirklich auch vom Inneren, was es von außen verspricht. Tolle Parcours, viel Abwechslung, definitiv Spaß für Groß und Klein. Dieses Laufgeschäft ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und nun frage ich auch die Besucher, was sie zum Crazy Town sagen. Hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Total lustig. Ich weiß, dass wir oft mal uns verlaufen haben. Aber prima, hat Spaß gemacht. Super. Muss ich wirklich sagen. Schön da drin in den Glasscheiben, sieht man nichts. Passt. Super, war gut. Und wie fandest du es? Super, toll. Auch für die kleinen Besucher gibt es hier auf der Pfingstkirmes zahlreiche Attraktionen, wie zum Beispiel Captain Rikers Erlebnisreise vom Schausteller hin. Das Besondere hierbei ist, dass sich im unteren Teil ein Kinderfahrgeschäft befindet und auf der zweiten Etage ein Irrgarten, der bei den kleinen und großen Gästen für ordentlich Spaß sorgt.
befinde mich ja am Ghostwriter von Löffelhardt und neben mir befinden sich Jupp Hofnagels und Chantal Schark. Jupp, ich fange jetzt mal mit dir an. Was kannst du denn zu den technischen Daten vom Ghostwriter erzählen? Ja, ist ja 120 Tonnen schwer, ist ja 100 km schnell, jetzt denke ich das schnellste Überschlaggeschiff der Welt und mit der Bauweg 35 Tonnen. Wir haben ja drei Transporte, drei Schwertransporte, zwei Schwerlasttransporten und ja, zwei Camping und zwei Maschinen, 20 Meter auf 23, ne? Und ja, Abbauzeit 12 Stunden. Wer kam auf die Idee zu dieser Umgestaltung und wie wurde das alles umgesetzt? Ja, wir natürlich, ne? Man muss ja immer mit der Zeit gehen. Der Booster war ja ein bisschen veraltet, sage ich jetzt mal, ne? Man muss ein bisschen mit der Zeit gehen, deswegen haben wir das Ganze mal ein bisschen aufpoliert und ein Thema gegeben, was es noch nicht gibt. Weil es ist, wie gesagt, ein einzigartiges Geschäft weltweit und es hat auch einen einzigartigen Namen verdient, ne? Was hat sich hier jetzt alles geändert im Gegensatz zum Booster damals? Alles. Hat sich alles geändert. Wir haben alles neu gemacht. Außer die Fahrweise natürlich, ne? Die bleibt ja. Wir haben neue Nebeleffekte, neue Lichteffekte. Wir haben natürlich alles beklebt, bemalt, lackiert, alles komplett. Bald noch weitere Änderungen am Ghostwriter durchgeführt und welche sind das dann? Ja, es kommen noch ein paar. Man kann sich aber mal überraschen lassen. Wir kriegen zum Beispiel noch andere Nebel- und Lichteffekte. Die Mitte, da kommt auch noch was rein, aber was, das dürfen wir jetzt noch nicht verraten. Wie genau kamt ihr denn auf die Thematisierung vom Ghostwriter? Saßt ihr abends am Tisch zusammen oder habt ihr irgendwelche Geisterfilme geguckt oder wie genau kam das denn zu dieser Idee? Also ich sag mal so, man muss ja mit der Zeit gehen und muss immer ein bisschen auf den neuesten Stand bleiben. Da ja der Ghostwriter jetzt ein einzigartiges Geschäft ist und Booster gibt es ja viele, ja. Das heißt, die Verwechslungsgefahr ist ziemlich groß. Deswegen braucht man so einen Imagewechsel und das Thema passt einfach zu uns, weil Ghostwriter heißt ja Geisterfahrt und das ist bei uns eine Geisterfahrt, weil jede Fahrt individuell gesteuert wird und jede Fahrt anders ist und man nie weiß, was auf einen drauf zukommt. Deswegen passt Geisterfahrt ganz gut. Wie genau funktioniert denn die Steuerung vom Ghostwriter? Gibt es da auch ein Automatikfahrprogramm oder muss das alles manuell gemacht werden? Sowohl als auch. Man kann Automatik fahren, man kann aber auch manuell fahren. Ja, dann hat man hier die Freigabe. Die kann man erst drücken, wenn alle Bügel geschlossen sind. Vorher kann man nicht losfahren. Dann drückt man die Freigabe, dann drückt man hier die Mitte an. Dann drückt man die Gondelkreuze an, da kann man ganz langsam starten und dann kann man es individuell machen, wie man möchte. Ein bisschen Gas geben, ein bisschen Schwung rausnehmen. Wo wird der Ghostwriter als nächstes noch stehen? Wir fahren jetzt nach Balingen, nach Darmstadt, Bad Kreuznach sind wir noch. Dann sind wir noch in Werth und in Tilburg. Wo sind wir noch? Aschaffenburg sind wir noch. Ein wirklich großes Lob für die Umsetzung vom Ghostwriter. Ein wirklich tolles Geschäft und vielen Dank für das Interview. Gerne. Okay, jogo de luzinho, abrir luzinho.
war die 5. Ausgabe im Jahr 2016 hier von der Heddesdorfer Pfingstkirmes in Neuwied. In diesem Jahr gibt es hier wirklich tolle Fahrgeschäfte, wie zum Beispiel The King oder der Ghost Rider. Meiner Meinung nach ist die Mischung der Fahrgeschäfte hier sehr gelungen und für mich war es auch mal etwas Neues, denn ich bin heute zum ersten Mal hier und definitiv sehr begeistert von der Pfingstkirmes. Ich empfehle auf jeden Fall einen Besuch für große und kleine Besucher hier auf der Pfingstkirmes und denkt dran, Kirmes ist in, Kirmes ist bunt und Kirmes macht Spaß. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Bummel überm Rummel. Thank you.